Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Oli Farmer. Genau, anhängen wir schon. So, wir müssen noch Ballen holen fahren, und zwar da unten die. Da liegen ja noch, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stück irgendwas. 6, 5, keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir holen fahren. Und dann können wir auch mit dem guten Herrn abrechnen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir kriegen. Und vor allen Dingen, ich kriege ja die Kohle und ich habe ja noch Ballen über. Die kann ich ihm dann auch noch verkaufen. Das sind ja fast doppelt so viel wert. Weil jetzt verkaufe ich ihn bestimmt nicht. Ich fahre schön nach Hause und er wollte ja direkt verkaufen. Also mein Auftrag war direkt zum Händler. Und dann machen wir das. Jetzt habe ich keinerlei Probleme. Ich brauche im Prinzip gar keine Siedelballen. Ich habe ja meinen Hochsiedel. Aber die legen wir schön beim Schuppen hin und da liegen sie gut bis zum Winter. Mal verkaufen. Und deshalb wollte der, denke ich mal, der Händler wollte auch deshalb die Ballen direkt haben, weil sie jetzt weniger wert sind. Jetzt ist halt eben Nachfrage geregelt der Preis. Ne? Und jetzt ist jede Menge da von dem Zeug. Ne? Da gibt es halt eben weniger Geld für. Schön gemütlich, wie wir das angehen hier. Ne? Die ist ja besser. Voilà.
selber keine, aber ich könnte die auch auf dem Anhänger stehen lassen, ne? Wahrscheinlich keine Dinge. So, einmal Gurten. Wunderbar. Schön langsam, leise. Wow, guckt euch das mal an, ist hier ein Platz. Du kannst hier ein Zeug entstellen, hier ein Ballenlager, wa? Das ist ein Kühlebecken. Wow. So noch eine Halle oder ein Futter, was ist das hier denn? Getreideannahme. Alter, guckt ihr das mal an hier. Hoho. Kleine Werkstatt, okay. Mhm. Das ist eine Maschinenhalle und. Was ist hier noch was? Nee. Eine Maschinenhalle und Getreide. Alter, könnt ihr das mal anhören. Scheint heute aber keine zu sein, oder? Oh, Pferde haben wir auch noch. Hallöchen. Eine kleine Werkstatt oder was ist das?
Computergesteuerte Fütterung, Mähroboter wahrscheinlich schon. Das sind Pferde, oder? Das sind nur Pferdeboxen. Das ist ein Kuhstall, so. Ach, das sind bestimmt die Boxen von den zwei da draußen. Okay, oh Gott, das mal an. Ist das ein Stall? Oh, oh. Okay. Ist er in Betrieb? Eingestreut. Ja, die ist echt der Hammer. Nicht zu hier? Doch. Das wäre zum Beispiel so ein Hof. Vorne vererbt. Vermietet. Das Haus, ne? Das wäre sowas. Das wäre so ein Ding, ne? Hier. Oh nein. Hä? Das ist ja kein Stall, das ist aber nur eine Halle. Ich kann ja überall hier rumtigen. Ich kann ja überall hier rum vorwitzen, das geht doch nicht. Was ist denn hier? Das ist das Holz, was mein Cousin gesagt hat. Was hier noch weggefahren werden muss. Nee, oder? Alter, guck dich das mal an hier. Das ist Holz, ja. Moment, wann ist Holz denn am wertvollsten? Holz. Jetzt. Fuck. Und wo? Übertreter und Euro. Wo? Gibt es hier eine Schreinerei im Ort? Das müssten wir mal unbedingt hier angriffen nehmen, hier im April noch. Eieiei, das ist ja noch heute der letzte Tag. Das wäre fast mein Deutsch dann, ne?
So, den lassen wir einfach so stehen hier. Die fahren wir nach Hause. So. Wo könnte ich denn das ganze Holz reinschmeißen? Ich weiß. In ihn. Aber meine lieben Freunde, das hier in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.